Willst du Lava holen oder was? Nee, Wasser. Für unser Feld. Ah ja. Feld ist eine gute Idee. Halt. Wasser war in der Richtung, habe ich gesehen. Ach, Kuppeln ist so schön, Blaze. Oh. Ja, ne, das ist halt leider so, bis wir hier die ersten anderen Maschinen haben, die das auch so ein bisschen automatisch tun. Aber es wäre halt schade, jetzt schon am Anfang das Zeug so zu verschwenden, ne? Ja, nee, das ist klar. Umso weniger müssen wir eigentlich für den Anfang auch farmen. Ja, jetzt habe ich aber genug drauf gedrückt. Ich soll erstmal das Zeug erstmal alles braten. Braten? Lecker braten. So, was suchst du? Einmal Wasser, okay, hat's. Ja. Hab ich schon. Ich brauche jetzt als allererstes mal eine Steinschaufel und eine Hau. Ich kurbel noch ein bisschen. Ja, ich werde das Feld mal so ein bisschen, ein Stückchen weiter weg anlegen. Eigentlich wäre das hier schick. Ich habe keine Lust mehr zu kurbeln. So, Moment, ich will mal. Wo hast du die Erze drin, hast du gesagt? Da vorne. Genau, in der ersten Kiste gleich. Ja, stützt. Du wolltest mein Minecraft beschützt, nachdem ich auf die Kiste geklickt habe. Was ist da für ein Erz drin? Nichts Besonderes. Da sind nur normale Erze drin. Und dieses Apatite. Tja, mir geht gar nichts mehr gerade. Keine Rückmeldung. Lalala. Lalala. Sagst du mir Bescheid, wenn du wieder drin bist? Wieso? Ja, dann komme ich nämlich mal kurz zum Synchronisieren. Haben wir am Anfang sowieso nicht gemacht, ne? Doch, ich habe das gemacht. Gut, soll ich auch nochmal abbrechen und dann gleich weitermachen? Ja, ne? Wer weiß, wie lange es dauert, den Kleinen zu starten. Kannst du machen. Ja, dann mache ich das mal eben. So. Da ist er wieder. Hallo. Soll ich mal eben zuhauen? Ja, das reicht schon. Okay. Wenn zu viel, da kriege ich immer Probleme, ne? Ach, dann weißt du nicht, welchen du genau nehmen sollst, ja? Ja, das ist immer so... So. Rasenmäher. Tastes like metal. Tinker's Construct. All reduction names. Okay, was auch immer. Schmeckt wie Metall. Ja. Geschmacksrichtung Metall. Ich hab das verstanden. Awesome! Wird uns verfolgen. Auf jeden. Du bist so laut um mich herum. Was suchst du? Rasenmäher. So. Ich möchte gerne wissen, wie man diese Büsche anbaut. Ich weiß noch nicht, wie das geht. Steht aber auch nicht, ne? Das müsste die Voice wissen. Ja, aber die kann man doch mal irgendwo hin platzieren eigentlich direkt. Das geht aber nicht. Vielleicht müssen die, ja, im Wasser müssen sie nicht sein, weil in den Höhlen sind sie auch nicht an Wasser. Ja, das ist, ich geh mal eben da rüber zum Wasser und versuch's mal. Aber warte mal, du hast ja schon was angebaut. Setz dich einfach mal dahin. Nur um zu testen, ob es geht. Nee. Oder hier dann an Stein dran, vielleicht? Ach Quatsch. Ich habe keine Ahnung. Boah, diese Fliegen, die hier rumfliegen. Fliegen? Fliegen. Warum brauchst du nicht das Feld so weit weg? Weil wir den anderen Platz zum Bauen brauchen. Ich sag nur Maschinenhalle. Ja. Wo willst du denn das Holz reinhaben? Das ist zweite Kiste, müsste das sein, da wo auch die Bücher drin sind. Da sind, glaube ich, auch schon Saplings drin. Ja, ja. Aber sobald wir ein Haus haben oder eine kleine Bleibe haben, wo die ersten Kisten drin stehen, werde ich die eh gleich alle beschriften, ne? Okay. Das ist auch schon mitgenommen. Zum Glück muss sich das bei mir gerade keiner in groß angucken. Was denn? Wie du die Gras hauen, ne? Renne durch wie ein Schaf. Ach, jetzt kann ich das. Ah, super. Was habe ich eigentlich noch für Seeds? Canola-Seeds. Klingt gut. Boah, diese Fliegen. Soll ich das fertige Eisen mit zu dem. Zum Erz derweil mit reinpacken, ja, weil so voll ist die Kiste ja noch nicht. Ja, okay. Ich
ist das anstrengend. Gar nicht. Geh mal kurbeln, das ist anstrengend. Guck du mal die ganze Zeit aufs Grüne. Und schlag mit Seeds zu. Oh ne. Gerade kein Bedarf. Kein Bedarf. Ich habe einen Seed gefunden. Wir haben ja auch schon noch ein paar Seeds hier in der Kiste, ne? Ja, die wollte ich mir auch gerade mitnehmen. Gut, mach das doch einfach. Aber ich kann nicht mal mehr laufen. 3 Herzen, 1,5 Hungerbalken und es wird Nacht. Ich weiß, aber es ist noch nicht spät genug. Noch nicht spät genug? Es ist noch nicht spät genug. Doch, jetzt, es geht. Ja, jetzt, ja, toll. Es geht. In dem Moment. Yay, yeah, es ist wieder Tag. So, auf zum Feld. Auf zum Atom. Auf zum Atem. Atom. Genau, auf zum Atem. Moment, ich will mal gerade einen Schluck trinken. Ja, habe ich auch gerade gemacht. Das ist eine Frechheit von mir, ich weiß, aber... Aber meine Milch ist schon leer. Milch, Ja, nur Milch. In Wirklichkeit meint er Wasser, weil Milch kann er sich gar nicht leisten. Psst, das darf doch keiner wissen. Wieso nicht? Warum? Ach, jetzt ich weiß nicht. Okay, wir hatten doch auch schon Knochen. Obwohl, ja, eigentlich, ja. Eigentlich könnte ich noch ein paar Schweine suchen, ne? Hier läuft noch ein Hühnchen rum. Knochen haben wir auf jeden Fall auch. Ja, aber das bringt ja auch nicht wirklich so viel. Nee, du brauchst ein Knochen quasi für eine Pflanze. Ist das nicht hier schon so, dass du da mehr brauchst? Ja, eben. Ein Knochen, also 3 Knochen. Okay. Ja, das ist dann ein Brot, ne? Wow. Ja, eben. Weißt du, was ich jetzt vorab mal mache? Ich mache mir einen Wegpunkt. Das ist eine gute Idee. Mit zu Hause. Home sweet home. Vielleicht soll ich das auch mal machen. So, hier schön bei unseren Kisten. Wie machen wir nochmal schnell den Shortcut dafür? War das B? Ja, genau B. Home. Home Dann. Sweet home. Home sweet home. Dann. Golden, golden. Number 8. Was? Number 8. Number 8. After 8. Darf man eigentlich After 8 vor 8 essen? Es ist immer nach 8. Ach so. Auch wenn es vor 8 ist? Ja, auch dann ist es nach 8. Oh, ich glaube, ich mache mir jetzt dann sowieso mal meine Tüte mit Keksen auf. Oh. Ich hab voll Hunger, ich habe um 6 Uhr Abend gegessen. Ja und? Du bist ja wohl erst bis morgen Mittag hältst das ja wohl durch. Oh nee! Bin ich Unterzucker? Du trinkst eine Cola. Ah nee, das hilft dir nicht gegen Hunger. Ich? Nee. Was ist denn hier? Ich stecke in einen Chunk fest, ich komme nicht mehr raus. Was ist das denn für eine Scheiße hier? Was, du steckst denn in einem Chunk fest? Hier ist ein Chunk nicht geladen. Das ist aber schlecht. Mal kurz disconnecten und connecten. Meinst du, das hilft, um einen Chunk zu laden? Es ist nicht nur ein Chunk, es ist ein Riss in der ganzen Welt. Der geht ja, das hilft normalerweise in Disconnect, ja. Okay, Disconnect. Multiplayer, da seht ihr auch. Ist klar, die Map muss halt erstmal aufgebaut werden, so richtig, ne? Ja, aber dahinter geht's ja weiter, es fehlt nur ein Streifen dazwischen. Naja. Ah, okay. Ich glaube, ich habe ja auch gerade im Wasser. Okay, dann werde ich hier mal die Kühe schlachten, was soll's, wir haben noch genügend zu Hause, dann werde ich die mal züchten. Werden wir das Weizen lieber zur Kuhzucht verwenden, ne? Ja, das ist wahrscheinlich besser. Wo liegt denn das ganze Zeug hin? Alter. Ah, hab's doch gekriegt. Hier, Kuh, geh mal ein Stück dahin. Nicht, dass das Zeug wieder ins Wasser fällt. Hab jetzt nicht so wirklich die Lust drauf. Boah, keine Hungerbalken mehr. Alles gut. Ich hab noch genug. Du bist zu viel rumgerannt, mein Freund. Das täuscht. Aber ein paar Eier haben wir auch schon. Ja, das heißt, ein paar Hühnchen gibt es auch. Ja. Eventuell.
18 Steaks, die sollten jetzt mal ein bisschen reichen, glaube ich. Ich habe auch gerade ein paar Kühe geschlachtet. Nicht Kühe, Schafe. Schweine. So. Wenn man alles einmal durchgesagt hat, dann hat man das Richtige dabei. Genau. Oh, wir haben hier oben so eine Slime-Spawn-Insel. Slime-Spawn-Insel? Die gibt's ja auch. Scheinbar, sieht so aus da oben. Oh, die Kühe könnte ich eigentlich auch noch mitnehmen. Ich sehe sie nicht, aber da oben muss sie irgendwo sein, weil ich sehe sie auf der Minimap. Aber ich bin auch ein Stück weggerannt, ne? Also. Ich bin auch 220 Meter noch weg. Ich 400 noch was. Auch nicht schlecht. Und er sagt er zu mir, oh, ich hab... Achso, ja. Das ist Quarried Stone. Der sieht ja auch gut aus. Sieht aus wie das Weiße. Marble. Genau. Gut, dass ich das weiß. Mhm. Ja, gut, dass du das weißt. Wir bauen aber nicht wieder ein Haus aus Marble, dann müssen wir wieder ewig suchen. Lass uns irgendwas Einfaches nehmen. Ach, bitte keinen Dreck oder so. Doch, ein Haus aus Dirt. Wir sind ja nicht bei Depri-IP. Warum ist so ein schönes Tränkhaus hat der? Weint will ich auch. Ja. Oh Gott. So, 150 Meter noch, dann kann ich wieder laufen. Iron Gravel, ist da Iron drin? Ja. Wie kriegt man den da raus? Mit einer Eisenschaufel. Das mach ich doch gerade. Weißt du nicht, ob es mit einer Steinschaufel auch schon geht? Ich hab eine Eisenschaufel da, dabei. Aber ich hab kein Iron rausgekriegt. Hast du vielleicht doch was anderes? Nein, ich hab eine Eisenschaufel. Nee, ich meine, vielleicht braucht man was anderes, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Egal, ich hab den Iron Gravel ja jetzt dabei. Den können wir irgendwo hinsetzen und dann trotzdem nochmal drauf rumkloppen. Achso, Moment. Den musste. Ich glaube, in einem Macerator oder so packen oder okay. Irgendwie sowas, glaube ich, auch mit. Oder einfach in den Ofen. Weiß ich nicht, ob das auch geht. Keine Ahnung. Hier hast du vorhin irgendwas getötet. Hier gibt's noch XP. Hier musst du schon mal gewesen sein. Möglich. Warst du schon im Ozean? Ich glaube nicht, nö. Oder ist eine Lava, eine Ölquelle im Wasser? Ah doch, da hinten war ich schon, ja. Gut. Und die Seeds packen wir ja auch mit rein. Feder können wir mal hier unten reinpacken. Woher habe ich bitte Stone? Habe ich irgendwo mal hingeschmissen, ein. Ach so, na dann. Wenn es weiter nichts ist, so erstmal essen. Weil ich wieder volles Leben habe hier. Oh, ist das schön. Wenn wir doch direkt eine Wüste nebenan. Ja, sag ich ja. Es ist eigentlich relativ gut, auch wegen Sandfarmen und so. Ja, hier kriegst du alles, nur kein Clay. Ach doch, den findet man schon. Ich suche den die ganze Zeit. So, jetzt schon. Ja, wieso denn nicht? Du bist nicht Material. Wir sollten so langsam mal ein Haus bauen. Ja, könnte man machen, ne? Muss man aber nicht, oder wie? Oh. Im Freien schlafen, oder wie? Frischluftfanatiker. Ja. Irgendwie schon, ne? Ja, bauen wir gleich mal ein Haus. Holz haben wir ja genug, wenn wir aus Holz eins bauen wollen. Alter, warum leckt das manchmal? Irgendwann bin ich voll die Aussetzer. Ja, ist halt, weil die Welt neu generiert wird, ne? Ja, du warst doch schon hier hinten. Ja, aber nicht überall. Bin dann wieder ziemlich schnell reingelaufen, ne? Ach so. In den Wald. Laufen kann ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich brauche gleich mal was zu essen hier. Ja, wir haben jetzt ein paar Steaks. Ja, ich bringe ja auch noch ein paar rohes Fleisch mit. Was ist denn hier? Das sieht doch verdächtig aus hier. Gibt verdächtige Dinge? Auf jeden Fall. So, das nehmen wir mal mit erstmal. Das können wir schon mal gut gebrauchen.